Om Namah Shivaya. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Satsang heute Abend, also alle, die ihr hier seid. Schön, dass ihr da seid. Alle, die von zu Hause aus zuschauen, auch wunderbar, dass ihr mitmacht. Und wir wollen ja gleich in die Meditation gehen, mit den nochmal mit dreimal Om. Om gibt's nie genug. Und mit den Anrufungsmantren. Ganapataye Namaha Om Saravanapavaya Namaha Om Aim Saraswatyei Namaha Om Gum Gurubhyo Namaha Om Namo Bhagavate Sivanandaya Om Adi Shaktye Namaha. Und so setz dich für die Meditation ganz gerade hin. Schau, dass die Wirbelsäule lang aufgerichtet ist. Du kannst bewusst dein Brustbein sanft anheben und den Scheitel nach oben ausrichten. Prüfe, ob der übrige Körper entspannt ist, Gesicht entspannt, Augen entspannt. Vielleicht ein sanftes Lächeln auf den Lippen. Meditation ist etwas ganz Wunderbares. Atme ein paar Mal ganz tief mit deinem Bauch ein und aus. Und so bringst du neuen Sauerstoff zum Gehirn und aktivierst Prana, Lebenskraft. Und während du ein- und ausatmest, geh ganz nach innen, zieh dich zurück. Wenn du möchtest, kannst du eine Affirmation sprechen. Ich verbinde mich mit dem Göttlichen, dem Unendlichen. Und ich öffne mich einer höheren Wirklichkeit. Wir wollen heute Abend meditieren mit einer Form der kombinierten Mantra-Meditation in drei Schritten. Im ersten Teil wiederholst du ein Mantra, Om oder Om Namah Shivaya, oder wenn du hast, dein eigenes Mantra, ganz entspannt, so wie du es von der einfachen Mantra-Meditation erkennst. Im zweiten Schritt konzentrierst du dich in einem Chakra und intensivierst die Mantra-Wiederholung. Im dritten Schritt gehst du dann in die reine Stille, in die reine Bewusstheit. Es ist so wie auf einem Sprungturm nach oben gehen. Im ersten Schritt gehst du langsam die Leiter nach oben. Da ist das Sprungbrett. Dann nimmst du Anlauf. Im zweiten Schritt. Und im dritten Schritt springst du ins Unendliche, in den Ozean der Ewigkeit. Ich werde diese Schritte einmal ansagen und dann kannst du entweder in der reinen Stille verweilen oder wenn wieder Gedanken auftauchen, die Schritte noch einmal durchgehen oder auf deine Weise meditieren. Und so bleibe also vollkommen bewegungslos mit geradem Rücken sitzen und atme nochmal ein paar Mal tief ein und aus. Dann lass den Atem seinen eigenen Rhythmus finden.
wiederhole ganz entspannt, fast beiläufig ein Mantra, Om, Om Namah Shivaya, dein eigenes Mantra. Und beobachte alles, was geschieht, wiederhole aber auch dein Mantra vollkommen entspannt. Nun intensiviere die Wiederholung des Mantras und bringe jetzt deine Konzentration entweder zum Herzen, zum Punkt zwischen den Augenbrauen oder zur Scheitelgegend. Wiederhole jetzt mit deinem ganzen Wesen, mit jeder Faser deines Wesens das Mantra. So, als ob jetzt alles davon abhängt, dass du ganz konzentriert das Mantra wiederholst. Der tiefen Sehnsucht, mit dem Mantra zu einer höheren Wirklichkeit zu kommen. Du spürst, dass die Intensivität den Höhepunkt erreicht hat, dann lass das Mantra los. Spüre die Stille im Göttlichen ganz nah und dehne dich mit jeder Faser deines Wesens aus. Erfahre das Göttliche im Unendlichen, im Ewigen, im Hier und Jetzt, Stille.
Bhagavate Shivanandaya. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Jaya Ganesha. Ein Mantra, das ganz besonders die Herzen öffnen kann, die Energien zum Fließen bringen kann. Und zu Hause könnt ihr es natürlich laut und enthusiastisch mitsingen. Und hier im Raum, das ganz vom Herzen her, still und leise, ganz vom Herzen her mitsingen. Am besten, du fängst an. Grün, ja. Und wir singen gleich gemeinsam. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pahi Mam. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshamam. Sharavana Pava, Sharavana Pava, Sharavana Pava, Pahi Mam. Supramanya, 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 Rakshamam. Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Pahi Mam. Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati, Rakshamam. Jaya Guru Shiva Guru Hari Guru Ram Jagat Guru Param Guru Sat Guru Shyam Om Hari Guru Advaita Guru Ananda Guru Chit Guru Chit Gana Guru Chinmaya Guru Om Hari Guru Advaita Guru Ananda Guru Chit Guru Chit Gana Guru Chinmaya Guru Hari Rama Hari Rama 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 Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namo Narayanaya Om Namo Narayanaya Om Namo Narayanaya Om Namo Narayanaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Shivanandaya Om Namo Bhagavate Satgurunachaya Om Namo Bhagavate Shivanandaya Om Namo Bhagavate Satgurunachaya Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya
Krishnam Vande Jagat Gurum Shri Krishnam Vande Jagat Gurum Anandoham Banandoham Anandam Brahmanandam Om Namah Shivaya 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 Anandoham Anandoham Anandam Brahm Anandam Einer von beiden möchte jetzt ein Mantra mit uns teilen. Wer zuerst? Mach du mal so. Ja. Dann singen wir mit euch gemeinsam noch Jayambe, die Nummer 315. Verehrung der göttlichen Mutter. Jayambe Jagadambe Mata Bhavani Jayambe 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 Durgatinashini Durge Jaya Jaya Kalavinashini Kali Jaya Jaya Jayambe
Kumma Rama Brahmani Jaya Jaya Varaha Rukmini Sita Jaya Jaya Kumma Rama Brahmani Jaya Jaya Varaha Rukmini Sita Jaya Jaya Jayambe Jagarambe Mata Bhavani Jayambe Nashini Durge Jaya Jaya Kala Vinashini Kali Jaya Jaya Durgati Nashini Durge Jaya Jaya Kala Vinashini Kali Jaya Jaya Umarama Brahmani Jaya Jaya Rara Rukamini Sita Jaya Jaya Umarama Brahmani Jaya Jaya Rara Rukmini Sita Jaya Jaya Jayambe Jagarambe Mata Bhavani Jayambe Jayambe Jagarambe Mata Bhavani Jayambe Jayambe Jagarambe Bhavani Jayambe Jayambe Jagadambe Mata Bhavani Jayambe Durgati Nashini Durge Jaya Jaya Kala Vinashini Kali Jaya Jaya Durgati Nashini Umma Rama Brahmani Jaya Jaya Rara Rukmini Sita Jaya Jaya Umma Rama Brahmani Jaya Jaya Rara Rukmini Sita Jaya Jaya Jayambe Jagadambe Mata Bhavani Jayambe Jayambe Jayambe, Jayambe, Jagadambe, Mata Bhavani, Jayambe, Jayambe, Jagadambe, Mata Bhavani, Jayambe, Jayambe, Jagadambe. Mata Bhavani Jayambe Jayambe Jagadambe Mata Bhavani Jayambe. Was war die andere Nummer? Tumi Bhajare Mana. 108 oder 208? Nee, 108 ist das Sri Narasimha. Okay. Das gucken wir mal bei der 208. Ja, 208. Tumi Bhajare Mana. Remana. Tumi bachare mana, tumi japare mana, Om Shri Ram Jaya Ram japare mana. Tumi bachare mana, tumi japare mana, Om Shri Ram Jaya Ram japare mana. Tumi bachare mana, tumi japare mana, Om
Om Shri Ram Jaya Ram Japare Mana Tumi Bachare Mana Tumi Japare Mana Om Shri Ram Jaya Ram 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 Japare Mana Tumi Bachare Mana Tumi Japare Mana Om Shri Ram Jaya Ram Japare Mana Bachare Mana, Tumi Japare Mana, Om Shri Ram Jaya Ram Japare Mana, Tumi Bachare Mana, Tumi Japare Mana, Om Shri Ram Jaya Ram 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 Japare Mana. Ram Jaya Ram Japare Mana Om Shri Ram Jaya Ram Japare Mana Om Shri Ram Jaya Ram Japare Mana Om Shri Ram Jaya Ram Japare Mana Tumi Bachare Mana Tumi Japare Mana Om Shri Ram Jaya Ram Japare Mana Tumi Bachare Mana Tumi Bachare Mana, Tumi Japare Mana, Om Shri Ram Jaya Ram Japare Mana. Tumi Bachare Mana, Tumi Japare Mana, Om Shri Ram Jaya Ram Japare Mana. 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 Om Shri Ram Jaya Ram Japare Mana 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 Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Ram Jaya Ram Jaya Ram Jaya Ram Japare Mana Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Ram Jaya Ram Jaya Ram Jaya Ram Japare Mana Om Shri Ram Jaya Ram Japare Mana Om Shri Ram Jaya Ram Japare Mana Dann schließen wir diesen Teil mit dreimal um. Om. Heute mal wieder seit langer Zeit das Buch mitgebracht, Die Kuh, die weinte, von Ajahn Brahm. Viele von euch kennen es wahrscheinlich. Ajahn Brahm ist ein buddhistischer Mönch, der es versteht, so die alten Weisheiten auf moderne, auf neue Dinge umzusetzen. Und das mit ganz viel Humor und mit ganz viel Tiefsinn. Und da will ich euch etwas vorlesen aus dem Kapitel Die freie Welt.
Einer der Mönche meines Klosters erteilte in einem Hochsicherheitsgefängnis wochenlang Meditationsunterricht. Die kleine Gruppe der Häftlinge hatte den Mönch inzwischen recht gut kennen und auch achten gelernt. Einmal fragten sie ihn nach dem Unterricht über sein Leben in einem buddhistischen Kloster aus. Wir stehen jeden Morgen um 4 Uhr auf, begann er. Das kann manchmal ganz schön kalt sein, da wir keine Heizung in unseren kleinen Zimmern haben. Wir nehmen nur eine Mahlzeit täglich zu uns und da wird alles in einem Schüsselchen durcheinander gerührt. Nachmittags und abends essen wir gar nichts. Natürlich gibt es weder Sex noch Alkohol, Fernsehen, Radio und Musik haben wir auch nicht. Wir sehen uns nie einen Film an und treiben keinen Sport. Wir reden wenig, arbeiten schwer und in unserer Freizeit setzen wir uns mit gekreuzten Beinen hin und achten auf unseren Atem. Wir schlafen auf dem Fußboden. Die Insassen des Gefängnisses waren von der spartanischen Askese unseres Klosterlebens erschüttert. Daneben kam ihnen ihr Hochsicherheitsgefängnis wie ein 5-Sterne-Hotel vor. Einer der Häftlinge war vom Los des freundlichen Mönchs so betroffen, dass er ganz vergaß, wo er sich befand. »Das Leben in Ihrem Kloster ist ja fürchterlich. Warum ziehen Sie denn nicht zu uns?« Der Mönch erzählte mir, dass dies schallendes Gelächter hervorrief. Ich hatte auch über seine Geschichte nachgedacht. Und dann dachte ich gründlicher darüber nach. Es stimmt, dass es in meinem Kloster viel spartanischer zugeht als in der strengsten Haftanstalt. Dennoch kommen viele Menschen aus freien Stücken her und fühlen sich hier wohl. Doch selbst die Leute, die im bequemsten Gefängnis der Welt landen, möchten da raus und sind unglücklich. Weshalb? Der Unterschied besteht darin, dass die Bewohner meines Klosters im Gegensatz zu den Gefängnisinsassen dieses Leben selbst gewählt haben. Sie möchten hier sein. Jeder Ort, an dem man sich gegen den eigenen Willen aufhält, ist ein Gefängnis. Und dieses Wort trägt seine Bedeutung schon in sich. Wenn Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz nicht wohlfühlen, sind Sie in einem Gefängnis. Wenn Sie in einer Beziehung leben, in der Sie nicht sein möchten, sind Sie auch in einem Gefängnis. Wenn Sie wider Willen in einem kranken oder schmerzenden Körper stecken, ist dies auch ein Gefängnis für Sie. Ein Gefängnis ist eine Situation, in der man sich nicht befinden möchte. Wie kann man sich also aus den vielen Gefängnissen des Lebens befreien? Das geht ganz leicht. Ändern Sie schlichtweg Ihre Wahrnehmung der Situation. Wünschen Sie sich, genau da zu sein, wo Sie sich derzeit befinden. Sogar St. Quentin, also das ist der Name des Gefängnisses, oder mein Kloster, ist kein Gefängnis für den, der sich dort aufhalten möchte. Wenn Sie die Wahrnehmung über Ihren Job, Ihre Beziehung oder Ihren kranken Körper umdeuten, und die Situation akzeptieren, anstatt sie einfach abzulehnen, wird sie Ihnen nicht länger wie ein Gefängnis vorkommen. Wenn Sie zufrieden sind, sind Sie frei. Freiheit bedeutet, immer da zufrieden zu sein, wo man gerade ist. Gefängnis heißt, sich woanders hinzuwünschen. Eine freie Welt erlebt derjenige, der zufrieden ist. Bei wahrer Freiheit hat man nie Wünsche frei, sondern ist frei von allen Wünschen. Sehr weise Worte. Und wir im Yoga arbeiten da ja auch immer daran, uns zu lösen von all diesen Dingen, die ein Gefängnis um uns herum bauen. Oder vielleicht ist auch die jetzige Zeit ein ganz gutes Beispiel dafür, ne, die Situation anzunehmen, wie sie ist und sich nicht wie im Gefängnis zu fühlen, sondern wenn man da oben ein Schräubchen umswitcht, kann man sich auch jetzt oder egal, wo man sich gerade befindet, frei fühlen. Und das wollen wir alle, das ist unser tiefster Wunsch, frei zu sein.
Hari Om Tat Sat. Gut, dann machen wir weiter mit dem Om Triambakam, Nummer 800 im Kirtan-Buch. Und wir wollen heute ganz besonders einschließen den Peter, der hat heute Geburtstag. Wünschen ihm für das neue Lebensjahr viel Segen, viel göttlichen Segen, viel Inspiration. Und wir wollen einschließen den Vater von David, Mohammed, der sehr krank ist. Und für Baby Soleil, die seit ihrer Geburt im Februar auf der Intensivstation ist. Und wir wollen auch mit einschließen Thomas, 52 Jahre, der schwer an Knochenkrebs erkrankt ist. Ja, und wir wünschen allen Heilung, wünschen Heilung uns allen, wünschen Heilung der ganzen Schöpfung, der ganzen Welt. Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityomokshyamamritat. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityomokshyamamritat. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityomokshyamamritat. Om Sarvesham Swasti Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Makaschit Tukabak Bhavet, Asatu Ma Satkamaya, Tamasu Ma Jyotir Gamaya, Mrityo Ma Amritam Gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamivavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Frieden Frieden, Frieden. Die 802, das allumfassende Gebet. O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, groß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deine gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Und lass uns in dir bleiben, alle Zeit. Om Bodhisattva Shivananda Maharaj Ki Jai. Und dann stehen wir auf für die Arati.
Jaya Jaya Arati Vina Vinayaka Vina Vinayaka Shri Ganeshaha Jaya Jaya Arati Supramanya Supramanya Kartikeya Jaya Jaya Arati Venugopala Venugopala Venulola Papa Vidura Namamita Chora Jaya Jaya Arati Venkataramana Venkataramana Sankataramana Sita Rama Radeshyama Jaya Jaya Arati Gauri Manohara Gauri Manohara Bhavali Shankara Samba Sadashiva Uma Maheshwara Jaya Jaya Arati Raja Rajeshwari Raja Rajeshwari Tripura Sundari Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Mahashakti Jaya Jaya Arati Anjaneya Anjaneya Hanumanta Jaya Jaya Arati Datatreya Datatreya Trimurti Avatara Jaya Jaya Arati Adityaya Adityaya Bhaskaraya Jaya Jaya Arati Shanishvaraya Shanishvaraya Bhaskaraya Jaya Jaya Arati Shankaracharya Shankaracharya Advaita Gurave Jaya Jaya Arati Satgurunata Satgurunata Shivananda Jaya Jaya Arati Jesus Gurave Moses Gurave Buddha Gurave Jaya Jaya Arati Mohammed Gurave Lao Tse Gurave Samasta Gurubhyo Namaha Jaya Jaya Arati Venugopala. Tvameva Mataha Chapita Tvameva Tvameva Bandhu Chashaka Tvameva Tvameva Vidya Traminam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Kayena vacha manasendriyava buddhyatmanava prakriti svabhavat karomi adyat sakalam parasmai narayanaiti samarpayami Savaranam parikshaksha mamikam sharanam vracha aham tva svava bibhyo moksha ishami ma shuksha. Dann gibt es wie immer sonntags noch Herzensprasad, heute von einem wunderschön geschmückten Altar. Teile ich euch. Könnt es auch gegenseitig verteilen, auch euch zu Hause. Ich glaube, einige von euch wissen gar nicht, was Prasad ist.
die Zeiten kommen wieder, da es wirklich verteilt wird. Ja, danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr mitgemacht habt und ihr seht, ein wunderschöner Altar, schon geschmückt für morgen, alles steht morgen im Zeichen von Shankara Jayanti. Und da könnt ihr in unserem Programm gucken und das mitmachen, was, wozu ihr Zeit habt, wozu ihr Lust habt. Auf jeden Fall morgen Abend im Satsang mit dabei sein, da gibt es nämlich ein ganz tolles Theaterstück. Ansonsten danke, dass ihr uns weiterhin unterstützt, dass ihr weiterhin für uns spendet, dass wir das alles hier machen können weiterhin. Und ja, es gibt ja ganz gute Nachrichten, die Öffnungen stehen bevor, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, ne? Und wir werden sehen, wann. Und wir freuen uns so, wenn ihr alle wieder hier sein könnt. Das kann man irgendwie gar nicht beschreiben, wenn dieses Haus wieder voll ist und viele Menschen hier sind und wir gemeinsam praktizieren können. Ja, schönen Abend, schöne Woche. Alles Gute für euch. Tadi Om Tat Sat.